Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich mal wieder die BYD-Aktie für euch dabei. Und zwar starten sie jetzt in Europa. Ich gehe hier auf die wichtigsten Infos mit euch ein. Wir schauen uns dann natürlich auch den Wachstumscheck an, wie es aktuell aussieht bei BYD. Und dann gehen wir auch zusammen auf den Jahreschart ein. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Ja, heute möchte ich euch aber zuerst mal Okta FX vorstellen und zeigen, da ich eben selbst auch engagierter Trader bin und mich einfach fürs Thema begeister. Und Okta FX ist hier ein Forex-Broker, der 2011 gegründet wurde und ihr habt hier eben die Möglichkeit, CFDs auf Forex, CFDs auf Edelmetalle, Rohstoffe und eben Aktienindizes zu handeln. Und ihr könnt hier direkt auf der bekannten Handelsplattform eben MetaTrader 5 traden, die auch eigentlich jedem was sagen dürfte. Aber natürlich immer Vorsicht, das ist ganz, ganz wichtig. Trading ist nichts für Anfänger und natürlich auch mit vielen Risiken verbunden und erfordert auch viel Hintergrundwissen. Daher kannst du hier eben bequem mit einem Demokonto auch starten, um dich langsam an das Thema heranzutasten und das Ganze auch zu testen. Geduld und Zeit ist hier auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Schaut euch Okta FX einfach gerne mal selber an und unten werde ich es euch verlinken. Über den unten stehenden Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch eben hier registrieren und euch auch gerne einfach mal das Demokonto von Okta FX anschauen. Ja, und dann geht es jetzt hier auch schon direkt los mit BYD. Wir haben hier jetzt den Wachstumscheck aktuell. Wir haben hier 14 von 15 Wachstumspunkten, also hier räumt BYD mehr als ab. Wir haben ein Umsatzwachstum von knappe 52% und im Durchschnitt auf die letzten zwei Jahre für 9,7%. Im Quartal gegenüber dem Vorjahr sind wir über 108% gewachsen, also auch sehr, sehr stark. Und die Performance auf die letzten drei Monate, die liegt hier bei knapp 100% kann man sagen und auf ein Jahr gesehen bei 266%. Man darf immer nicht vergessen, wo wir herkommen. Man sieht es hier links im kurzen Chart nochmal. Wir schauen uns das Ganze natürlich im Jahreschart aber nachher nochmal genauer an. Der Abstand zum gleitenden Durchschnitt ist mehr als gegeben, also zur 200-Tage-Linie. Da liegt man 38,6% drüber, also sehr, sehr stark. Und auch die Kapitalaufnahmefähigkeit ist bei BYD sehr gut mit 15,25%. Das mal so die wichtigsten Daten. Der Kurs steht aktuell bei 29,60, werden wir nachher aber nochmal genauer sehen. Alles in allem aber die 14 Punkte auf jeden Fall verdient und es ist hier wirklich ein Wachstumsgigant aktuell, einfach auch rund um die E-Mobilität. Ja, was ist hier aktuell los? Ich habe es ja schon verraten ein bisschen am Anfang. Sie greifen jetzt in den europäischen Markt für E-Autos eben mit den ersten Kundenauslieferungen in Norwegen an. Und das war ja auch das geplante Ziel, hier in Norwegen zu starten. Man will hier einfach auf den lukrativen und wichtigen europäischen Pkw-Markt Fuß fassen und einfach hier Elektroautos verkaufen. Und jetzt beginnt eben hier der Vertrieb mit den ersten E-Autos in Norwegen. Ja, und BYD und der lokale Vertriebspartner RSA haben eben hier das SUV-Modell BYD Tang in Oslo offiziell eingeführt. Die erste Lieferung von BYD-Pkw nach Norwegen signalisiert hier eben den Beginn des europäischen Traums, so wie es BYD selber sagt, zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt, an dem die Verkäufe eben von NEVs, also New Energy Vehicles, hier in wichtigen Märkten in ganz Europa einfach zum Steigen beginnen. Wir haben es in den letzten Videos schon gesehen, die NEVs, die nehmen hier immer mehr an Bedeutung zu. Und BYD will bis Ende 2021 insgesamt schon 1500 Fahrzeuge nach Norwegen liefern. Also sie haben sich hier einfach schon ein gewisses Ziel gesetzt. Und man darf auch nicht vergessen, dass BYD seit mehr als 26 Jahren Erfahrung mit der Batterieforschung, Entwicklung und Produktion schon hat. Also eine lange, lange Zeit, über zwei und fast schon drei Jahrzehnte. Und daher ist hier BYD, glaube ich, für Norwegen auch ein sehr, sehr starker Partner. Ja, und BYD stellt auch hier die eigenen Antriebssysteme, Batterien, auch Antriebsmotoren und Motorsteuerungssysteme her, wobei die Elektrifizierung und die Batterietechnologie hier ganz klar im Mittelpunkt auch von der Strategie stehen. Das ist mal so ein bisschen wichtig und ein bisschen so ringsherum und Details zu BYD selber. Ja, und der BYD Tang SUV ist mit einer 86,4 Kilowattstunden Blade-Batterie ausgestattet. Auch Stichwort Blade-Batterie ist ja die, die sehr, sehr viele haben wollen, beziehungsweise die einfach hier am Markt sehr positiv ankommt. Sie haben ja diesen Flammtest einfach bestanden, also sie ist nicht entflammbar.
Und ist ja eine eigentlich der stärksten Batterien auf dem Markt aktuell, die das Fahrzeug hier eben nach Unternehmensangaben in 30 Minuten von 30 auf 80% mit einer Gleichstromleistung von 110 Kilowatt aufladen kann. Also innerhalb von einer halben Stunde knappe 50% kann man sagen. Finde ich sehr, sehr stark. Wenn man jetzt einfach überlegt, man geht schnell mal zum Einkaufen oder oft hat man ja bei uns zum Beispiel aktuell auch Ladestationen, bei den ja, großen Supermärkten, dann kann man sich sein Auto anstecken, geht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einkaufen und man hat 50% wieder voll. Was will man mehr? Ist sehr, sehr stark und wie gesagt, auch zur Blade-Batterie braucht man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Schreibt mir gerne unten meine Kommentare, was ihr hier zu den aktuellen News sagt. Wie gesagt, ich bin hier weiter sehr, sehr positiv gestimmt und bin gespannt, wo das Ganze hingeht. Ja, und wenn wir uns jetzt den Kurs anschauen, wir stehen hier oder wir waren hier auch schon eben knapp über dem Allzeithoch, beziehungsweise haben wir hier einfach ein neues Allzeithoch gebildet bei 30,30 €. Also sehr, sehr stark, was BYD hier geleistet hat. Richtig schöner Aufwärtstrend. Man kann es ja wirklich erkennen, von knapp 15 € ging es schön nach oben. Wir hatten mal kurz eine Seitwärtsphase mit drin und dann ging es aber unbeirrt weiter. Auch hier nur ein kleines Minus am Freitag von 1,13%, stehen bei 29,66 € und laufen hier sehr, sehr stark. Und wenn wir schauen, wo wir von einem Jahr herkommen, von knapp 7,60 €, ist es natürlich irre, was hier aktuell passiert ist. Ja, und das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.